wie auch Sozart ein Kriminaler wurde. Hier muss eine Erklärung her. Wenn man viele Kriminalfilme sieht, beginnt man zu glauben, dass es so und nicht anders bei der Polizei zugeht. Natürlich mit kleinen Unterschieden. Die amerikanischen Kriminalen, zumeist zu viert nebeneinander, sind ungeheuer schnell unterwegs. Die meisten Dialoge finden im Gehen statt, beim Schnellgehen, fast schon Laufen, durch endlos lange Flure. Aber nicht irgendwie geradeaus. Erst die Kurven, die Ecken, bringen das für den Film so wichtige Gefühl von Geschwindigkeit. Da muss dann der Kriminale an der Außenseite immer noch einen Zahn zulegen, um nicht abgehängt zu werden. Deswegen sind die meisten Kriminalen in amerikanischen Filmen auch schlank. Die deutschen Kriminalen sind schon viel bedächtiger, getoppt noch von dem englischen Kommissar Barnaby und dem schneckenschnellen Schweden Wallander. Und allesamt eher dicklich bis dick. Übrigens schaffen amerikanische Kriminale es hervorragend, bei aller Geschwindigkeit nicht gleichzeitig zu reden. Die haben ein wahnsinniges Gespür dafür, wann sie mit ihrem Satz an ihren Vorredner anknüpfen können. Gegessen wird auch nicht, höchstens mal so nebenbei, nahezu nur angedeutet, charmig aus einer Brown Bag. In Amerika muss gezeigt werden, dass die Zeit viel zu kostbar ist, als sie durch Essen zu verschwenden. Bei den deutschen Kollegen dagegen wird das Essen nur ab und zu durch die Arbeit unterbrochen. Und meistens essen sie Würstel oder sonst irgendetwas Giftiges vom nächsten Stand und schlingen es runter. Deswegen auch so rundlich. Würstelstände sind praktischerweise vornehmlich in der Nähe von Polizeistationen angesiedelt. Geschlafen wird auch nicht, also bei den Amerikanern. Die scheinen auch kein Zuhause zu haben. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie oft ein deutscher Kommissar durch das Telefon aus dem junggeselligen oder eheschlafzimmerlichen Schlaf gerissen wird und dann schlaftrunken und missgelaunt nach dem Telefon tastet und losmuffelt? Manch einen Fernsehschauenden reißt es automatisch zurück, es könnte ja der Mundgeruch aus dem Fernseher herüberwehen. Eigentlich überflüssig, dass diese Szene für jeden Film extra gedreht wird. Die könnte man einfach als Baustein für alle deutschen Kriminalfilme vorhalten. Bei den Amerikanern hingegen sind es die Kriminellen, die beim Essen überrascht werden. An vorderster Stelle Amerikaner italienischer und chinesischer Abstammung, also all die, die Burger nicht als Essen betrachten. Dafür erhalten sie auch die gerechte Strafe und werden an Ort und Stelle beim Gourmetisieren niedergestreckt. Das Kommissariat in England und in Schweden ist auch viel kleiner, hat vielleicht noch einen Hinterraum, aber lange Flure zum Schnellgehen, Fehlanzeige. Ein gewisses Vorbild für die langsamen Kommissare muss die österreichische Kottan-Serie gewesen sein. Da paarte sich die Langsamkeit noch mit nicht zu übertreffender Skurrilität. Aber niemand versucht ernsthaft, das zu kopieren. Denn so können eben nur Österreicher spielen. Warum? Na, weil es in Österreich eben so ist. Irgendwie skurril lieb. Mozart war stolz auf seine Wortschöpfung. Die deutschen Tatorts waren früher auch viel langsamer. Einige haben aber aufgeholt an Geschwindigkeit, aber noch weit entfernt von den amerikanischen Tempi. So lebt jedes Land seinen Traum. Die Amerikaner können übrigens aus dem Weltall alles sehen, auch wie sich Menschen in einem Haus bewegen, als Wärmebild. Und sie können aus dem All heraus gar Nummernschilder lesen. Nur Pech, dass Bin Laden so unterkühlt war, dass er keine Wärme abstrahlte. Wahrscheinlich hatte er auch ein geklautes Nummernschild. Aber jetzt das Entscheidende, um die Arbeit von Kriminalen richtig zu verstehen. Die meisten Kriminalfilme haben eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass der Kommissar oder die ganze Abteilung gerade nichts zu tun hat, wenn der Mord passiert, sodass sie gleich mit voller Manpower loslegen können. Was ein Glück für die Sache der Gerechtigkeit, dass alle Mörder so blöd sind, dass sie gerade dann morden, wenn die Polizei auf einen neuen Fall brennt. Absolut falsches Timing.